So, hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen kommen noch meine Pick'em Predictions für den Group Stage Tag 1. Vorneweg, alles was ich hier sage oder was ich mache, ist kein Safe Call oder irgendwas. Das sind einfach Vermutungen. Ich kenne mich mit den ganzen Teams nicht so wirklich aus und ich weiß nicht, wie die in den letzten 10 Tagen, letzten 10 Spielen gespielt haben. Teilweise muss ich gestehen, kenne ich die Mannschaften gar nicht. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen geguckt, ich habe zum Beispiel natürlich so ein Video angeguckt, um mich da ein bisschen inspirieren zu lassen. Und ja, der hat es eigentlich schon auch ziemlich so gesagt, wie ich es sogar empfunden habe. Es ist ziemlich schwierig dieses Mal. Ich fange jetzt einfach mal an, um das Ganze nicht allzu lang zu ziehen. In der ersten Gruppe, denke ich, wird es Ninja in Pyjamas machen, also Nip. Begründen kann ich das nicht wirklich. TSM hätte die Chance, das zu machen. Also ich sehe es eigentlich so, dass Nip und TSM hier vielleicht eine 55, also 50-50, vielleicht eher noch ein Tick für Nip höher geht. Deswegen nehme ich auch Nip. Aber im Endeffekt können es TSM genauso machen. Bei den anderen zwei ist es, denke ich, für den ersten Pick ziemlich unwahrscheinlich. Ich hau jetzt mal Nip rein. Muss mir diesen Aufkleber gleich kaufen. So. Achso, jetzt muss ich hier nochmal draufklicken. Tippen. So, hier bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es NYS macht. Kinguin ist hier vielleicht noch gefährlich, aber ich denke, macht es auf jeden Fall Team NYS. Aufkleber kaufen. Ich kann es jetzt auch nicht wirklich begründen. Das ist so Gefühlssache jetzt von mir, wie ich halt so die Spiele mitbekomme und alles. Hier ist auf jeden Fall klarer Favorit Navi und Fnatic. Aber ich würde eben auf Fnatic einfach gehen. So vom Gefühl her. Ja, Fnatic tippen. Hier unten ist ziemlich krass. Also Mouseboards in Deutschland wird, denke ich mal, schon gut abgehen. Aber Virtus Pro ist für mich der klare Favorit. Cloud9, klar, darf man auch nicht unterschätzen. Team Immunity habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Ahnung, wer das spielt oder wer das ist. Deswegen, ich würde auf Virtus Pro gehen, weil die hier ganz klar, die wollen auf jeden Fall ins Finale rein. Klar will Mouseboards auch ins Finale, aber Virtus Pro traue ich in dem Moment mehr zu. Mouseboards wird hoffentlich, natürlich hoffentlich, gut durchgehen und auch vielleicht mehr bringen, als ich denen jetzt im Moment gerade zutraue, aber ich denke, das ist halt, weil es in Deutschland ist, dass die schon noch ordentlich geboostet werden. Nichtsdestotrotz würde ich Virtus Pro nehmen, weil ich denke, dass die es machen. Bei so großen Turnieren sind die halt auf jeden Fall immer am Start und auch ordentlich spielen dann auch gut. So, das waren jetzt meine Predictions für die Teams für Group Stage Tag 1. Picke im besten Liste. Nein, warte, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Hier sind wir. Player Picke. Das wird jetzt richtig krass. Das hat auch der Trilux schon eigentlich ganz gut gesagt. Es ist ziemlich random, wer hier was macht. Das einzige, was wohl relativ safe war, ist, dass der Scream die meisten Headshots holt, weil er einfach eine enorm hohe Headshot-Quote hat. Deswegen werde ich den hier jetzt auch auf jeden Fall mal setzen. Müsst ihr den jetzt im Steam-Markt kaufen, oder was? Oh Mann, okay. Scream. Was? 3,50. Alter Falter. Läuft auf jeden Fall. So, nachdem ich diese Aufkleber nicht mehr in-game einzeln kaufen kann, hätte ich mir am Anfang wohl kaufen müssen, kaufe ich sie mir jetzt hier. Also ich habe jetzt von denen, wo ich eben setzen möchte, in den Teams, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die das eben machen, wo wenn man überhaupt sicher sein kann, habe ich mir eben zwei Packages gekauft. Die werden es dann entscheiden, wenn ich da die Leute rauskriege, wo ich tippe, dann nehme ich die. Ansonsten nehme ich eben jemand anders aus dem Team, weil ich habe da jetzt keinen Bock, irgendwie 3,50 für einen Aufkleber auszugeben. Deswegen öffnen wir die jetzt einfach mal und hoffen, dass wir da jetzt den rauskriegen, der es halt wird. Neo. Okay, dann machen wir gleich noch einen zweiten. Hier wüsste ich überhaupt nicht, Bialy, vielleicht Snacks, Tess, wer es machen würde mit den meisten Headshots oder eben Neo in dem Fall.
Hoffentlich wird er nicht enttäuschen. So, dann hauen wir direkt weiter bei Fnatic. Hier wird es hoffentlich der Olaf Meister, weil ich tippe, dass der die meisten Headshots vielleicht macht. Ich weiß es nicht. Oder Flasher oder Bronax eben. Es ist eh eigentlich relativ random von dem her. Weiß ich nicht. Werde ich da jetzt auch nicht so viele öffnen, weil das halt auch, da habe ich nicht jetzt so viel Bock, so viel Geld reinzusetzen. Olaf Meister passt, den setzen wir rein. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit Nip. Da hoffe ich auf Get Right, weil ich tippe, dass der es macht. Oder es macht Forest. Jo, dann gucken wir beim zweiten noch. Get Right, yay. Okay, wir haben Glück. Sehr schön. Was haben wir noch? Kinguin, da hoffen wir jetzt, dass Scream rauskommt. Weil der doch nie, also eine extrem... Da war er. Nice. Okay, Michael Lele kann es auch machen, aber Scream hat halt, glaube ich, wie viel hatte der? 72%ige Headshot-Rate, was ja extrem hoch ist. Ja, wir haben Scream. Sehr schön. Perfekt. Ist ja gar nicht so schlecht gelaufen. So, dann gehen wir wieder auf die Pick'em Challenge. Player Pick'em Challenge. Hier wollten wir auf Nip Get Right tippen. Hier gehen wir ganz klar auf Scream. Hier wollten wir auf Olaf Meister gehen. Und hier auf Neo. Weil wir keinen anderen Aufkleber haben. Wäre jetzt nicht meine First-Wahl gewesen, aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht mehr als zwei Aufkleber pro Team, also Aufkleberboxen pro Team holen. Jo, das sind auf jeden Fall meine Tipps. Wie gesagt, sind keine Safe-Calls oder irgendwas. Ich habe ja meinen Senf dazu gegeben. Ja, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann werden auf jeden Fall die nächsten Videos auch noch kommen, natürlich. Viel Spaß beim ESL-Schauen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr gewählt habt oder wen ihr reingewählt habt. Würde mich brennend interessieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sag, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.